Synkopen, umgangssprachlich auch Ohnmachtsanfälle genannt, können aus den verschiedensten Gründen auftreten. Neben Herzerkrankungen, schwachem Herz-Kreislauf-System oder Nervenstörungen kann die Ursache allerdings auch innerhalb des Kieferknochens liegen. Wie ich eine Patientin von ihren wiederkehrenden Ohnmachtsanfällen befreien konnte und wie der Zusammenhang zum Kieferknochen besteht, zeige ich heute. Also bleibt bitte dran. Hallo, ich bin Zahnarzt Dr. Johann Lechner und seit 40 Jahren beschäftige ich mich mit den Auswirkungen von chronisch toxischen und chronisch entzündlichen Belastungen aus dem Zahnkieferbereich auf den gesamten Körper. Hier auf meinem Kanal stelle ich regelmäßig für einen Zahnarzt untypische Fälle vor. Wenn ihr also wissen wollt, welche anderen und untypischen Krankheitsbilder im Kiefer ausgelöst werden können, dann abonniert meinen Kanal, schaut euch die anderen spannenden Fälle an und lasst uns eure Meinung oder Fragen in den Kommentaren da. Bei unserer Patientin fing alles nach ihren ersten Weisheitszahnentfernungen im Jahr 2008 an. Ihre Ohnmachtsanfälle kamen immer häufiger und daraufhin wurde sie stationär ins Krankenhaus aufgenommen. Die Ärzte diagnostizierten eine Störung des autonomen Nervensystems. Medikamente halfen bei ihr nicht und sie wurde letztlich als Psychofall nach Hause geschickt. Es wurde ihr trauriger Alltag, nicht mehr das Haus verlassen zu können und mehrmals täglich das Bewusstsein zu verlieren. Und aktuell wissen wir ja, wie belastend es nur sein kann, das Haus nicht verlassen zu können. Die Patientin wurde durch die verschiedensten Instanzen untersucht und obwohl anamnestisch die Entfernung der Weisheitszähne den Synkopen vorausging, als einzig bemerkenswertes Ereignis vor Beginn dieser Synkopen, kümmert sich keiner der beteiligten Internisten, Neurologen und Psychiater um die Zähne. Wir dagegen untersuchten die Patientin und stellten gleich zwei fettig-degenerative Osteonekrosen im Kieferknochen fest. Diese FDOK wurde höchstwahrscheinlich durch die Entfernung der Weisheitszähne und eine anschließende schlechte Wundheilung verursacht. Das passiert leider viel häufiger, als wir glauben wollen. Daraufhin entfernten wir in kleinen Eingriffen das schädliche Entzündungsgewebe der Patientin und mittlerweile kann sie wieder ohne Ohnmachtsanfälle bergsteigen. Aber wie hängt nun der Kiefer mit den Ohnmachtsanfällen zusammen? Und wie lokalisiert man so eine FDOK? Nach Wundsetzungen im Kieferbereich kann es zu trophischen Störungen kommen. Entzündet sich dann das behandelnde Gewebe aufgrund der trophischen Störung im Kieferbereich, bildet sich eine fettig-degenerative Osteolyse oder Osteonekrose im Kieferknochenmarksbereich aus. Dies führt zu einer Überexpression des Entzündungsbotenstoffes Rantes. Entzündungsbotenstoffe treten nicht aus der Blutbahn in das ZLS über. Es kommt aber nach Aktivierung sensibler Nervenfasern in der Peripherie des Kieferknochens durch lokale Zytokine zu deren Freisetzung aus Zellen innerhalb des ZLS. Somit liegt also eine Kopplung des Immunsystems und des ZLS vor. Eine FDOK produziert Zytokine und Chemokine. Diese Zytokine wieder aktivieren sensible und efferente Anteile im Trigeminus. Hier kommt es zu einer lokalen Freisetzung derselben Zytokine im ZLS. Obwohl diese Zytokine nicht in das ZLS eingeschwemmt werden, sie werden also peripher produziert und im ZLS induziert. Und so entsteht eine Signalkaskade von der Peripherie zum ZLS. Und nun ist die Frage, wie lässt sich so eine FDOK lokalisieren? Medikamentös lässt sie sich nicht behandeln. Dieses Fettgewebe muss in einem kleinen chirurgischen Eingriff entfernt werden.
da sich diese FDOK innerhalb der festen Kortikalschichten des Kiefers befindet, ist es oft nicht möglich, diese FDOK mit Röntgen, OPG und DVT zu erkennen. Wir benutzen zur Erkennung das Ultraschallgerät Cavitao. Dieses dient zur Knochendichtemessung innerhalb des Kieferknochens. Und anhand der verschiedenen Aufnahmen der Patientin möchte ich euch das kurz demonstrieren. Hier zuerst das Röntgen aus dem Bereich 3,9 und 4,9, beiderseits unauffällig. Nun lagen die Cavitao-Messungen zugrunde. Grün bildet gesunden Kieferknochen und rote Farbe ungesundes und weiches Kieferknochengewebe ab. Die beiden Cavitao-Messungen zeigen, dass die Bereiche 3,8,3,9 sowie 4,8,4,9 deutlich auffällig sind. Den Zahnarztkollegen unter euch möchte ich noch dringend zwei Sachen ans Herz legen. Falls ihr euch jetzt ausführlicher über die heutigen Themen informieren wollt, meldet euch im ICOSIM-Forum an. Dort veröffentlichen und diskutieren wir mit euch die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse. Außerdem veranstalten wir in der Praxisklinik regelmäßig Fortbildungen und Seminare. Wer also mal bei einer Live-OP dabei sein möchte oder sich das Cavitao Ultraschall näher anschauen möchte, meldet sich jetzt beim Cavitao Infozentrum an und wird dann automatisch über die neuesten Events informiert. Alle Infos dazu findet ihr in der Infobox unter dem Video. Ich bedanke mich nun und freue mich, wenn wir uns wiedersehen, wenn ich den nächsten spannenden Fall vorstelle. Bis dahin, euer Dr. Johann Lechner.